Im heutigen Experteninterview mit dem Schweizer Bankier Rüdiger Götz sprechen wir über die Goldpreisentwicklung in den nächsten Wochen, Monaten. Wir sprechen konkret über die Türkei, was wir geldpolitisch und geopolitisch wissen müssen. Und jetzt am Anfang starten wir mit einer sehr, sehr spannenden Grafik, wie ich finde. Nämlich, wir schauen uns an, wie sich die Notenbank-Goldbestände in der Historie in den letzten über 50 Jahren entwickelt haben. Sehr, sehr spannend, vor allem, wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen. Also bleib bis zum Schluss dabei. Heute erwartet dich wieder sehr, sehr viel zum Thema Gold und Silber. Und bevor wir starten, noch eine kurze Einladung zu unserem Online-Live-Webinar am 23. Februar um 19 Uhr. Wir zeigen die Strategien, die wir selber und unsere Kunden nutzen, um unsere Edelmetallrendite massiv nach oben zu hebeln. Wir haben Belege dabei, wir haben eine Excel dabei, die du anwenden kannst, um diese Strategie für dich zu nutzen. Melde dich also hier an und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Eine sehr spannende Grafik, also auch, ist jetzt super duper aktuell von der Baader Bank aus der Kapitalmarktanalyse. Und das sind die Goldbestände der Notenbanken in Millionen Unzen im Zeitablauf seit 1958. Also wir sehen hier auf der linken Seite immer die Menge und da sieht man bis zum Eintritt in den Vietnamkrieg ist die Menge, also die Rücklage der Notenbanken super duper stark gestiegen. Das heißt, die Goldbestände der Notenbanken haben immer mehr zugenommen, natürlich durch diesen Angstfaktor Vietnamkrieg. Als der dann zu teuer wurde für die Amerikaner, wurde ja 1973 der Goldstandard aufgehoben. Nixon hat das ja zuerst einmal nur vorübergehend aufgehoben, aber vorübergehend dauert ja heute noch an. Und da sieht man ganz genau, was die Notenbanken gesagt haben. Ha, die Goldbestände sind scheinbar nicht mehr ganz so wichtig, weil es ja nicht mehr als Referenz galt. Also es gab keine Bindung mehr an Dollar, also an die Währung. Und Einführung des Euros, da wurde es noch schlimmer, in Anführungsstrichen, von den Goldbeständen. Die wurden Stück für Stück bis zur finalen Krise, Lehman, Pleite 2008, nach unten gefahren. Und dann ging es los mit der globalen geopolitischen Lockerung, wie die Baader Bank hier so schön formuliert. Und das heißt, die Märkte wurden geflutet mit Geld, mit Schulden, 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 Schulden. Und dann haben sich die Notenbanken gedacht, vielleicht ist es jetzt aber wieder clever, ein hartes Asset aufzubauen. Und wenn man sich jetzt überlegt, was von 2008 bis 2023, da lagen wir hier irgendwo bei 960 Millionen Unzen, sind wir jetzt schon wieder fast bei 1150 Millionen Unzen. Und von der Geschwindigkeit her, was in diesen 15 Jahren aufgebaut wurde, das hat vorher 25 Jahre gebraucht, um abgebaut zu werden. Also wir sind jetzt wahrscheinlich... Länger, oder? Naja, ich habe jetzt von 73 gerechnet. Oh, okay. Also wo wir ungefähr den Stand hatten. Wir haben jetzt ungefähr wieder den Goldbestand von 73. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind es auf jeden Fall bis 2008 35 Jahre fast gewesen, klar. Und das geht jetzt innerhalb von 15 Jahren, also über doppelte Geschwindigkeit, wo die Notenbanken der Priorität Goldbestände deutlich mehr Gewicht beimessen. Wenn ich jetzt noch die Silberbestände dazu rechne, dann fügt sich das Bild schon wieder zusammen, weil die Comex-Silberbestände haben wir uns ja schon mal angeschaut an anderer Stelle, dass die Stück für Stück abschmelzen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob die bei den Zentralbanken liegen oder bei Privatinvestoren oder wo die dann tatsächlich liegen. Aber was man hier an dieser Grafik, denke ich, ganz gut sehen kann, wenn Geld geflutet wird, in die Märkte reinfließt, dass dann die Sicherheitskomponente Gold an Substanz gewinnt, also und auch an Notwendigkeit in der Bilanz eingebucht zu werden. Ja, also das sieht man hier, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Und was für jeden sicherlich interessant ist, ist die Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit von 2008 bis 2023 das gleiche Niveau zu erreichen als der Abbau von 73 bis 2008. Und
Die Reise wird jetzt eher weitergehen, wenn wir uns China, Russland, die BRICS-Staaten anschauen. Und auch Deutschland habe ich das letzte Mal beim Hell gesehen. Deutschland hat zwar minimal verkauft, aber das ist ja nur für die Münzen und Barren und so. Und diese Sonderprägungen. Aber da, ich meine, in Deutschland kommt jetzt nicht viel dazu, aber es wird ja nicht weniger. Und dann, wenn es dann so Staaten hast, wie die BRICS-Staaten, die dann massiv kaufen, dann ist das ja wie so ein Hockeystick, oder? Ja. Und was man schon auch berücksichtigen muss, wenn man jetzt über BRICS nachdenkt, also Brasilien, Russland, Indien, China und das S von BRICS ist ja Südafrika, wenn jetzt hier Bestrebungen dahin gehen, einen Währungsraum zu schaffen, der eventuell dollargedeckt ist oder in irgendeiner Form sachwertgedeckt ist, dann wird die Nachfrage... Du meinst goldgedeckt, oder? Goldgedeckt, jawohl. Ja. Dollargedeckt, das ist natürlich, wie soll ich sagen, Freudscher. Das können wir uns ja gerade sparen. goldgedeckt ist, dann wird die Nachfrage wahrscheinlich noch steigen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Menschen diese fünf Staaten in sich vereinigen, dann sind es ja, sagen wir mal, 3,5 Milliarden Menschen. Also das ist schon ein Nachfragesog, der passieren kann. Klar werden jetzt nicht 3,5 Milliarden Menschen jeder eine Unze Gold und eine Unze Silber kaufen. Die kriegt man geschenkt, oder? Vom Staat. Ja, ganz genau. Also das wird sicherlich nicht passieren. Aber die Nachfrage, wenn diese Staaten sich unabhängig machen wollen vom Dollarraum, dann wird die Nachfrage bei den Zentralbanken wahrscheinlich noch deutlich steigen. Und dann ist das wahrscheinlich noch der Anfang der Goldbestände von Notenbanken. Ja, das heißt, diese Blockbildung, die haben wir auch schon mal gesehen, gell? Dass die Goldkäufe ja gerade eben nicht eigentlich aus den sogenannten G7-Ländern kommen oder diesen ehemaligen Commonwealth-Ländern, sondern dass die ja aus dem Ostbereich kommen, aus dem BRICS-Bereich. Also siehst du da auch eine massive geopolitische Verschiebung gerade? Denke ich schon, dass sich das auch in Zukunft, das werden wir auch in den Märkten eigentlich merken, dass die unterentwickeln, also die Emerging Markets, also die aufstrebenden Märkte im Vergleich zu den entwickelten Märkten, auch Edelmetalle ganz anders sehen werden. Also da wird auch viel, viel mehr Wirtschaftswachstum da sein. Also ich glaube, dass die Emerging Markets sicherlich die interessanteren Märkte aktuell für Investments oder eben auch für Edelmetalle in Anführungsstrichen als Käufer sind. Also das wird sich dementsprechend auch ausdrücken, so wie du schon sagst, G7, da sind wir ungefähr wahrscheinlich bei 700, 800 Millionen Menschen, BRICS 3,5 Milliarden. Also da merkt man schon das größere Ungleichgewicht. Wie ist denn das? Mir fällt jetzt gerade ein Land ein, nämlich die Türkei, die ja als Goldkäufer ganz aktiv immer sind. Jetzt auch mit diesen Erdbeben bekommt man so ein paar Informationen, auch was so allgemein so auch die Türkei so geopolitisch auch bedeutet. Und die Türkei hat ja die zweitgrößte NATO-Armee meines Wissens. Also ist eine Frage, die sich mir jetzt so aufdrängt, jetzt auch mit diesen Erdbeben, ja, da gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien, dass da auch vielleicht gezielt was provoziert worden ist. Aber wie schätzt du denn so geopolitisch und finanziell die Türkei ein? Weil es ist ja ein sehr spannender Staat, die kaufen Gold wie verrückt, haben eine unglaubliche Inflation und sind im Grunde aktuell ein geopolitisch nicht unerheblicher Player. Also die Türkei hat natürlich eine nicht unerhebliche Machtposition, wie wir jetzt gesehen haben, auch in den Verhandlungen, ob Finnland und Schweden direkt der NATO beitreten dürfen. Also da tut die Türkei die politische Situation, denke ich, schon ausloten, wie weit kann ich Macht erlangen, wie weit kann ich Macht ausbauen, wie kann ich die Macht auch ausspielen. Und es wird dadurch, dass in der Türkei natürlich auch sehr, sehr viele oder einige Explorationsunternehmen da sind, was Edelmetalle betrifft. Also wird hier sicherlich auch der Bestand an Edelmetallen nach oben aufgebaut werden. Was natürlich jetzt nicht zu vernachlässigen ist, sind die politischen Auswirkungen von so einem Erdbeben.
Weil was man in der Presse ja lesen kann, ist, dass seit 20 Jahren in erdbebensichere Häuser und Infrastruktur investiert worden ist. Wo Sein aber so. Jetzt scheinbar Gelder nicht dahin geflossen sind, wo sie hinfließen sollten. Und dann muss man mal sehen, was das für politische Auswirkungen noch hat. Ob das eventuell sogar zu Umstrukturierungen in der politischen Struktur in der Türkei führen kann. Und dann würde das natürlich auch nach sich ziehen, dass eventuell Notenbanken ganz andere politische Aussagen trifft, was dann wiederum Auswirkungen auf die Inflationsraten oder auf die Goldbestände, auf die Edelmetallbestände in der Türkei hat. Also dementsprechend haben solche außerordentlichen Ereignisse mit Sicherheit eine relativ große Tragweite. Spannend, ja. Ja, und das kann natürlich auch dazu führen, dass in der Türkei, nehmen wir an, die Rahmenbedingungen würden sich da eklatant politisch verändern, dann wäre die Zentralbankpolitik anders, dann wäre die Inflation vielleicht anders, ganz, ganz anders ausgerichtet, weil es findet ja jetzt schon, wie du ja selber in Istanbul erleben durftest, eine Parallelwirtschaft statt. Die eine auf der Inflationsseite und die andere auf der Währungsseite, dass halt jemand mit Dollar bezahlt oder mit Euros bezahlt oder mit Edelmetallen, weil da ich ja keine so große Entwertung habe. Ja. Ist ja vergleichbar mit Argentinien, wo du ja die gleiche Erfahrung gemacht hast. Es ist ja nur das Spannende, dass diese in Anführungsstrichen nicht so entwickelten Länder, die haben Erfahrung mit hoher Inflation und mit dem Umgang von Inflation. Und für die ist es auch nicht schlimm, einmal 12-13% Leitzins zu haben, weil das kennen die ja. Das erkennen die entwickelten Märkte so nicht. Und wenn wir jetzt heute die Kerninflation bei 6,5% sehen, wie die Schätzung war, aktuell halt 6,4%, dann ist das eine Inflationsrate, die uns sicherlich erhalten bleiben wird. Und das führt ja dazu, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, 6,5-7% Inflation ausgehe, dass ich in 10 Jahren nur noch die Hälfte meiner Kaufkraft habe. Und dann wird es wirklich in den entwickelten Märkten auch wirklich jeder merken, dass ich halt für 100 Euro nur noch einen halben Einkaufswagen voll kriege und nicht einen ganzen. Aber wird sich dann was ändern im Anlageverhalten? Weil ich denke so zurück, ich meine, da war ich zwar noch jünger, aber wo der Euro eingeführt worden ist, war es ja für viele so eine gefühlte Inflation von 100%. Ja, alles was, wenn eine Pizza davor 7 Mark kostet, dann hat er jetzt 7 Euro kostet. Und alle haben sich beschwert, das weiß ich noch. Aber es sind trotzdem alle in die Pizzeria gegangen und auch so das Anlageverhalten hat sich ja da nicht wirklich groß verändert. Obwohl man ja gemerkt hat irgendwie, jetzt haben wir die Papierwährungen getauscht und es wird irgendwie immer weniger. Glaubst du denn, dass die Leute, also die breite Bevölkerung, die jetzt noch ihre Sparguthaben haben, sich überhaupt mal verändern werden in der Anlagestrategie, jetzt auch wenn sie sehen, dass es Inflation gibt? Also ich sage jetzt mal, auch hier wird Pareto gelten. 80% werden nichts verändern. Und das ist leider schade, weil die werden erst dann was verändern, wenn sie schmerzlich feststellen, dass ihre Einkünfte und nicht im gleichen Maße gestiegen sind. Und wenn du das in 10 Jahren erst merkst, ja, dann hast du einen Riesenfaktor verloren und das ist halt nun mal der Faktor Zeit. Weil in jedem Investment ist Zeit ein wichtiger, magischer Hebel, weil Zeit ist kostenlos, wird aber jeden Tag weniger. Ja. Wie ist und das? Das glaube ich nicht, dass die breite Masse für sich erkennen wird. Wie würdest du jetzt tun? Ich habe vorher mit Horst auch ein Gespräch gehabt, wo wir auch genau über sowas geredet haben, dass ja auch die Elite jetzt, ja, oder wir haben konkret über die Schweiz auch gesprochen, warum so viele in die Schweiz gehen, dass die Elite immer anders vorgeht wie die Masse der Bevölkerung. Ja, die Masse der Bevölkerung, die wartet ja wirklich, bis der Bankencrash in der Bild-Zeitung steht und laufen dann zum Geldautomaten. Was können wir denn vom großen Geld lernen für unsere privaten ja, Gelder, die wir fürs Alter wollen und die wir einfach sichern wollen für den Vermögensschutz?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, nie gegen das große Geld zu handeln. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nie gegen das große Geld zu handeln. Es gab, oder vielleicht gibt es denn immer noch, einen sehr lapidaren Running Gag für Schweizer Bankiers. Wenn ein Schweizer Bankier aus dem Fenster springt, spring hinterher, weil der ganz genau weiß, was passiert. Also unterm Strich wird am Ende des Tages das große Geld nicht verlieren, weil deswegen ist es das große Geld. Das liegen ja nicht zum Spaß 30% des Weltvermögens in der Schweiz. Also es hat schon einen Grund. Wie ist das bei euch, wenn bei euch Menschen kommen, in die Beratung gehen und einfach nur das Ziel haben, Vermögen zu schützen? Wie geht es dir davor? Also im ersten Schritt müssen wir zuerst einmal schauen, wo derjenige einfach steht, dass ich eine ausführliche Analyse habe. Wo steht er? Wo will er hin mit seinem Vermögen? Und was soll dementsprechend im Zeitablauf passieren? Was natürlich dann auch wichtig ist, es geht darum, welche Erfahrungen hat denn jemand schon mit Geld? Also, weil dementsprechend, ich kann niemanden ein Rennauto empfehlen, wenn er sonst immer nur Traktor fährt. Also das wäre die falsche Empfehlung an Fahrzeug. Oder wenn er mit seinem Fahrzeug einen Wohnanhänger ziehen möchte, weil das seine Intention ist, dann wäre ein Rennwagen auch das falsche Instrument. Also es gilt da zuerst einmal auszuloten, woher komme ich, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was sind meine Bedürfnisse. Und dann muss ich natürlich im nächsten Schritt auch schauen, wenn ich ein Anlagekonzept entwickle. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig, Sicherheit vor Risiko. Weil wenn ich 50% eines Vermögenswertes verliere, muss ich 100% Ertrag wieder erwirtschaften, um bei Null zu sein. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Vermögenswerte nicht mehr zu verlieren. Also das heißt, wenn ich strategische Entscheidungen treffe, muss immer klar sein, weil das Einzige, was ich bestimmen kann, ist, wie viel Geld kann ich verlieren. Ich kann die Märkte nicht bestimmen. Ich kann nicht sagen, die Aktie ABC wird um 100% steigen. Aber was ich auf jeden Fall tun kann, wenn ich ein Portfolio habe von 1 Million und ich investiere 100.000 in einen Titel, also in eine Anlageklasse, ich sage jetzt mal 10%, dann kann ich immer noch sagen, von diesen 10%, also die 100.000 Euro, möchte ich maximal 5%, das heißt 5.000 Euro verlieren. Das ist das Einzige, was ich zu 100% in Anführungsstrichen sicher festlegen kann, wie viel Geld möchte ich maximal verlieren. Jetzt kann ich mir auf der anderen Seite, muss ich noch Gedanken darüber machen, wie steigere ich denn die Gewinnwahrscheinlichkeit? Und da geht es dann wieder los, dass ich eine gute Strategie habe. Weil wenn ich eine gute Strategie habe, dann kaufe ich mir nicht Märkte, wo ich von vornherein weiß, vielleicht wird es was, vielleicht auch nicht. Also wenn du jetzt Strategie ansprichst, haben wir ja auch nächsten Donnerstag ja unser Webinar da, wo es ja konkret um Strategien ja auch geht, also wo auch jeder, der wo jetzt am Anfang steht, ja überhaupt mal sieht, welche Strategien gibt es denn? Kannst du denn kurz nochmal einfach für jemand, der jetzt einfach auch neu ist in dem Thema, kurz erklären, warum braucht es Strategien oder was bringen denn Strategien für einen Vorteil? Weil es gibt so einen klassischen Cost-Average-Effekt, wo man sagt, ja, ich spare monatlich. Ja, das kann ich mit Edelmetallen, mit Aktien machen. Aber warum sollte ich das überhaupt tun? Ich könnte auch einfach einmalig kaufen. Ich kann auch einmalig kaufen, das ist richtig. Nur dann weiß ich ja nicht, geht der Preis hoch oder geht er runter. Ich weiß nicht, ob ich mich nächsten Monat ärgern muss oder ob ich mich freuen darf. Weil Preise schwanken. Und wenn ich jetzt jeden Monat das gleiche Prozedere tue, es kontinuierlich halte, dann ist mir egal, wie der Preis ist, weil ich kaufe, wenn es teuer ist, kaufe ich wenig. Wenn der Preis nach unten geht, freue ich mich, weil ich kaufe viel Anteile. Und es sind so einfache Funktionalitäten, dass wenn man das bemerkt und einmal gefühlt hat, was Strategie beinhaltet, dann habe ich einen irrsinnigen Mehrwert, weil ich habe weniger Risiko bei einer höheren Renditeerwartung. Und wenn ich heute in Urlaub fahren will, dann gibt es natürlich auch, aber in der Regel nehme ich nicht
eine Landkarte und schmeiße einfach einen Spicker, wo ich hin will. Sondern ich überlege mir, wo möchte ich denn gerne in Urlaub hin? Ja. Und dann der nächste Punkt ist dann, wie komme ich denn dahin? Brauche ich das Auto? Gehe ich zu Fuß? Brauche ich einen Flieger? Oder fahre ich mit der Bahn? Wie komme ich wieder zurück? Wann muss ich überhaupt wieder zurück sein? Also da finden schon sehr, sehr viele Parameter statt, die ich eins zu eins auf Investment, auf Geldanlage übersetzen kann. Und genauso würde ich immer mit Strategie vorgehen, was die Vermögenssicherung oder die Geldanlage, die Anlageklassen betrifft. Das heißt, dass ich ein festes Raster habe, wie mache ich es, wann mache ich es und warum mache ich es. Ja, jetzt zum Thema Strategie noch und auch zum Webinar. Wie ist es, also wenn wir jetzt Strategien haben, so ein Cost Average, also monatlich einen fixen Betrag investieren, ist ja nur eine von vielen Strategien, es gibt ja noch viel mächtigere. Sind denn das alles Strategien, die wir selber umsetzen können, die auch, sagen wir mal, der Otto-Normalverbraucher umsetzen kann? Oder sind das alles Strategien, die im Grunde nur, ich sag mal, reiche Leute mit einem Vermögensverwalter machen können? Ich sage immer, je leichter eine Strategie ist, desto nachhaltiger kann ich sie umsetzen. Und die Strategien, die wir präsentieren, sind ja, ich sage jetzt mal, nach Dr. Oetker. Stell dir die Milch hin, stell dir das Mehl hin, stell die Backmischung hin, rühre alles zusammen, schieb's in den Ofen und es wird einigermaßen schmecken. Die Geschmackswahrscheinlichkeit, wenn ich ihn nicht im Ofen vergesse, ist relativ hoch. Und genauso ist es mit unseren Strategien. Die müssen ja für jedermann sein. Also das ist ja uns ganz wichtig, dass es wirklich jeder umsetzen kann, dass ich mir entweder nochmal ein 2-Minuten-Video anschaue und sage, wie war es das? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Für diejenigen, die das gern in Händen halten, gibt es natürlich auch Papier. Ja, super. Ja, dann freue ich mich schon, dass du dabei bist. Wir werden wieder, glaube ich, viel Spaß haben, weil ja ab dem Zeitpunkt, wo wir interaktiv auch das entwickeln, wie so Strategien funktionieren, ja, das Feedback auch immer super gut, weil es einfach ein bisschen ja, unterhaltsam auch ist und man wirklich ein bisschen ja, nicht nur Frontalunterricht hat. Ja, sowas ist ja dann immer recht, recht langweilig. Aber das wird bestimmt cool. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und für alle, die dabei sein wollen, hier unter dem Video ist der Link. Könnt euch einfach anmelden. Und ja, ich würde sagen, wir haben vorher, vor dem Video, glaube ich, noch kurz angesprochen, die Inflationsdaten und die Auswirkung auf den Goldpreis. Kannst du kurzes Update geben, was denn heute aus Amerika es für Nachrichten gab und was das für einen Goldpreis bedeutet? Also den Goldpreis, wenn wir uns den angeschaut haben, jetzt genau zur Bekanntgabe der Inflationszahlen, der ist einmal schnell $20 rauf, $20 runter. Also wir hatten da so eine Amplitude zwischen $25, wie das hin und her geschwankt ist, ist eine ganz normale Auswirkung für Bekanntgabe von solchen Zahlen. Also es gab jetzt auch keine irrsinnige Überraschung, was die Inflationsbefürchtungen oder die Inflationsschätzungen gegeben hat. Also es war alles in dem Bereich, wo ich sage, alles zwischen 6,5 und 7% ist normal gewesen, war zu erwarten und hat der Markt auch geliefert. Jetzt muss man sehen, wie das sich fortsetzt. Ich glaube, dass die Kombination aus der Gemengelage sicherlich zu steigenden Goldpreisen aktuell führen könnte, weil die Nachfrage nach Substanzwerten einfach nach wie vor da ist. Und wir werden auch im Sommer, denke ich, noch deutlich schwankendere Aktienmärkte sehen, weil es gibt da so ein paar Indikatoren der Fear and Greed Index in Amerika. Da sieht man schon, dass sehr, sehr viel Gier wieder im Markt ist. Und Gier im Markt ist kein guter Faktor, weil wenn die breite Masse gierig ist, meistens kommt es anders. Weil, wie wir auch alle wissen, wer mit der Herde geht, endet als Kotelett. Und wir gehen ja lieber mit dem großen Geld. Und die Strategien sind ja auch so ausgerichtet, dass sie einfach umsetzbar ist, dass es logisch ist, dass es handelbar ist, dass ich nicht einen ganzen Tag vor der Kiste sitzen muss, sondern wenn ich eine Strategie habe, wo ich eine relativ hohe Gewinnwahrscheinlichkeit habe vom Preis und noch eine sehr, sehr outstanding
Wahrscheinlichkeit habe, dass der wahren Mehrwert, dass ich sozusagen mehr Gold und Silber in meinem Depot habe, dann ist das miteinander kombiniert ein unschlagbares Duo an Strategie und wird jeder, der das sieht, wird dann sagen, warum macht es denn nicht jeder? Ja, und du hast da auch da einiges vorbereitet, dass wir auch mal wirklich Zahlen sehen, also nicht nur so Räucherstäbchen anmachen und dann funktioniert es, sondern wir sehen so wirklich Zahlen, Daten, Fakten oder echte Belege, die wir sehen. Und ja, das freue ich mich ich drauf. Ich freue mich auch schon drauf, dass wir in die Strategiewerkstatt miteinander gehen können und miteinander das sozusagen zusammenbasteln. Ja, das finde ich super. Was hast du jetzt vorher noch gesagt? Da habe ich schmunzeln. Das ist irgendwie nicht das Beste aus zwei Welten, sondern bei den Strategien. Das war ein anderer Begriff gehabt. Fällt nur ein. Mir ist auch. Ah, der kommt spätestens zum Webinar wieder. Ist mir irgendwas eingefallen. Wurscht. Okay. Ja, dann machen wir zum Abschluss nochmal turnusmäßig. Du hast gesagt, die Börsen kommen vielleicht wieder ein bisschen in Turbulenzen rauf, runter. Was passiert mit dem Goldpreis im nächsten, was machen wir mal, 3 Monaten? Also wo stehen wir in 3 Monaten? In 3 Monaten werden wir über 2000 stehen. Und dann werden wir die Silberbestände wieder in Gold tauschen, weil dann wird sich die Gold-Silber-Ratio wieder zu den Gunsten derjenigen, die Silberbesitzer sind und dann wieder in Gold tauschen, geändert haben. Also das ist ja in Anführungsstrichen der riesen Vorteil von deinem Telegram-Kanal, dass man da ja auch immer kontinuierlich Updates hat, wie es funktioniert. Und da wird es ja zum Webinar auch nochmal was ganz, ganz Schönes geben, was du den Leuten schenkst. Ja, geheim in meiner Geheimtüte hier drin. In deiner Strategiewerkstatt. In meiner Strategiewerkstatt. Ja, Rüdiger, dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens am Donnerstag um 19 Uhr im Webinarraum. Sehr gern, freue ich mich. Ich bin dann eine halbe Stunde früher drin, tu schon mal alles auskehren, die Stühle herrichten, PowerPoint anschalten und ein paar Häppchen vorbereiten und dann kann es um 19 Uhr losgehen. Ich bringe die, ja, du, da brauche ich mich gar nicht um die Häppchen kümmern. Alles gut, sehr schön. Nee, das passt, du kannst einfach so kommen. Ich bin der Chirurg, ich zieh dann nur noch die Handschuhe an und dann geht's los. Genau, am Steg. In der Strategiewerkstatt. Achso, ich dachte am Steg oder an den Häppchen. Danach. Alles zu seiner Zeit. Ja, gut, dann sehen wir uns am Donnerstag. Bis Donnerstag, servus. Ciao. Bringe dein Geld unter deine Kontrolle, bevor du es durch die Vernichtung der Inflation verlierst. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass du handelst, ist ein weiterer Tag, an dem dein Geld im Feuer steht. Es verbrennt bereits täglich durch die Inflation. Willst du warten, bis die Regierung weitermacht? Wir haben die Lösungen, die nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktionieren. Fordere jetzt kostenlose Informationen an.